Auch wenn wir uns hier auf einer Torte fortbewegen. Kuchen mit Streusel, das gibt es natürlich in der Kuchenfabrik. Schaut mal, so werden Kekse, Kuchen und Torten hergestellt. Katztastisch, begrüße ich euch zu Mario Party Superstars hier auf Katze. Das ist der zweite Teil des Prinzessin Peach Geburtstagskuchen-Spielbretts. Wenn ihr also den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch unbedingt an, denn dann wisst ihr, wo wir stehen und wie es hier weitergehen wird. Aktuell, als kurze Zusammenfassung, bin ich auf dem letzten Platz. Ja, ich spiele Rosalina und die anderen haben jeweils schon einen Stern. Und ich, ja, ich habe keinen. Aber dafür habe ich schon Pflanzen gepflanzt, ja? Piranha-Pflanzen, beziehungsweise wie sie hier betitelt werden, Erdbeerpflanzen. Und die bringen mich hoffentlich weiter und verhelfen mir zum Sieg. Naja, mal sehen. Wir müssen das beobachten. Ich gebe alles, versprochen. Ganz, ganz versprochen, ja? Naja, wenigstens darf ich als Erster würfeln. Das ist ein kleiner Trost für mich aktuell. Jetzt Mario. Und wisst ihr was? Das war ja schon meine Vermutung in der letzten Folge. Okay, eine 1 hat er nur gewürfelt. Aber Mario hat genug Münzen, um sich jetzt spätestens in der nächsten Runde gleich den zweiten Stern zu kaufen. Und das ist nicht gut, denn ich habe nicht mal einen einzigen. Naja, jetzt muss ich schon wieder mit Mario zusammenarbeiten. Schon in der letzten Folge war das ein bisschen knifflig, weil er so faul war. Hockey-Duell. Oh, wir spielen Hockey. Okay, okay. Wow. Okay, das war nur die Übung. Nur die Übung. Start it. Los geht's. Nein, 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 nein. Sehr gut, sehr gut. Einmal da durch. Mario! Nein, nein. Ja, gut, sehr gut. Und, oh, es wird immer schneller, immer schneller, schneller. Wow, Punkt 1. Also es geht bis zu 3 Punkten. Die Glühbirnen ganz oben zeigen, wie viele Punkte jeweils das Team schon sammeln konnte. Oh, Eigentor. Sehr gut. Ein Schuss noch, dann haben wir es geschafft. Komm, Mario, Mario. Oh, Mario, du bist ein guter Torwart. So schnell kann es gehen. So schnell endet das erste Minispiel im heutigen Video. Puh, sehr gut. Ich brauche die Münzen so, so dringend für den Kauf eines Sterns. Ja, ich bleibe auf Platz 4. Hat sich nicht verändert. Ohne Stern gewinne ich nicht. Runde 10. Jetzt bin ich dran. Vielleicht kann ich sogar nochmal in eine Blume investieren. Das wäre nicht schlecht, denn jetzt habe ich ja wirklich deutlich mehr Münzen. Du hast das ganze Spielbrett abgelaufen. Dafür kriegst du 10 Münzen. Bitteschön. Eine Belohnung. Dankeschön, Cooper. Und wo lande ich jetzt? Ja, das ist meine eigene Pflanze. Da passiert mir nichts. Die Piranha-Pflanze gibt dir Münzen. Da kommt Freude auf, oder? Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich von meiner eigenen Piranha-Pflanze etwas bekomme. Für 30 Münzen wird eine große Erdbeerpflanze aus dieser, okay? Ja, komm, ich habe genug Münzen. Mach eine große draus. Vielleicht kann ich doch noch jemandem einen Stern abknöpfen, der hier drauf kommt. Denn darauf baue ich ja. Das ist meine Strategie auf diesem Spielbrett. Ich meine, ich habe ja noch gar keinen Stern. Das ist wahr. Und die anderen schon. Und Mario demnächst sogar schon 2. Aber ich habe dafür 2 große Piranha-Pflanzen, beziehungsweise Erdbeerpflanzen. Und die können noch das ganze Spiel entscheiden und drehen. Wenn dann nur 2 Personen draufkommen, dann habe ich 2 Sterne. Dann habe ich direkt 2 Sterne. Ich muss Glück haben und die anderen müssen Pech haben. Ja, so ist das eben. Mario Party. Man muss Würfelglück haben. Jetzt ist Mario dran und ich wette mit euch, natürlich, natürlich nimmt er sich den Pilz, um möglichst eine große Zahl zu würfeln. Und, naja, die 6, immerhin. So kommt er leider zu seinem zweiten Stern. Nein! Och, Mario. Okay, ja, Mario kriegt den Stern, bla bla bla. Und damit hat er 2 und ist somit nicht mehr auf Platz 3, sondern auf Platz 1. Beziehungsweise er war auf Platz 1, hat aber die Münzen ausgegeben und ist deswegen kurzzeitig auf den 3. runtergerutscht. Und natürlich kriegt er noch einen Pilz, natürlich. Mario, der alte Schummler. Also Mario schummelt immer am meisten, habe ich so das Gefühl. Also ohne Mario geht sowieso nicht. Der sorgt immer für Spannung und für Schummelei, aber naja. Lawinenschlawiner. Ah, ja, 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 das finde ich gut. Das hatten wir ja schon mal in Folge 2. Schneeballschlacht. Da kann alles passieren. Na,
aber ich versuche, alles zu geben. Komm, gleich mal ein Wario weghauen. Oh, Glück gehabt. Hab ihn nicht erwischt. Moment, Moment und jetzt. Der hatte gar keine Chance. Oh, Peach, gut gemacht. Und tschüss, Peach. Ja, Peach hat sich um Mario gekümmert. Und ich war dann so frech und habe meine Prinzessin-Kollegin mal kurzerhand so rausgeschmissen. Boah, 20 Münzen gab es. Boah. Und damit habe ich wieder fast 60 Münzen. Ich habe am meisten Münzen, bringen wir aber aktuell nicht viel. Oh, es stehen nur noch 5 Runden aus. Sehen wir uns die derzeitigen Platzierungen an. Mario liegt in Führung. Auf dem 2. Platz folgt Wario. Auf dem 3. Platz steht momentan Peach. Und auf dem 4. Platz steht Rosalina. Ein wirklich heißer Kampf. Da bleibt es spannend bis zum Ende. Aber wer wird gewinnen? Holen wir doch mal einen Expertentipp ein. Na, was hättet ihr getippt, wer die Vorhersage treffen soll? Keine Ahnung. Ah, Lakitu, hallo. Ein Sieg von Rosalina scheint mir äußerst wahrscheinlich. Oh, das ist aber lieb, danke. Zeit für deinen Auftritt, Rosalina. Ich komme schon. Rosalina ist als Sieger vorhergesagt und erhält als Bonus Doppelwürfel. Oh ja, danke schön. Die können vielleicht noch sehr, sehr hilfreich sein für mich. Wir befinden uns auf die Zielgeraden. Ab jetzt gilt Folgendes. Auf blauen Feldern erhaltet ihr nun 6 Münzen. Doppelt so viele wie zuvor. Dafür verliert ihr auf roten Feldern jetzt 6 Münzen. Versucht sie zu vermeiden. Wenn 2 oder mehr Spieler auf demselben Feld landen, beginnt ein Duell. Das Spiel ist noch nicht entschieden. Also kämpft weiter. Das werden wir. Ich bin an der Reihe. Und ich bin auf dem Weg zum Stern. Ich bleib beim normalen Würfel. Oh, nur eine 2. Immerhin ein Glücksfeld. Komm. Glücksfeld, bring mir Glück. Gib mir irgendwas Gutes, irgendwas... Ja, okay. Dreifachwürfel ist okay. Das ist sogar mehr als okay. Münzen sind zwar gut, aber mit 57 habe ich aktuell genug Münzen. Das reicht also aus, um fast sogar 3 Sterne kaufen zu können. Was allerdings bedeuten würde, dass ich 3-mal durch das ganze Spielfeld laufe. Was ich innerhalb von 4 Runden nicht mehr schaffen werde. Aber einmal auf jeden Fall. Und deswegen... Ah, wobei... Wenn ich mir einen Warp-Würfel hole, dann könnte ich nochmal Plätze tauschen mit einem anderen Charakter, um somit schneller an einen Stern zu kommen. Weil wir sind ja relativ gut verteilt auf dem Spielfeld. Mehr oder weniger. Oh! Du hast einen Pasch gewürfelt. Wow, nimm 10 Münzen. Ja, wenn man einen Pasch würfelt, kriegt man einen kleinen Bonus im Spiel. Ein Pasch ist, wenn man 2-mal die gleiche Zahl gewürfelt hat. Bei Mario war es 2-mal die 4. So, minus 10, was hat er sich gekauft? Die Dreifachwürfel. Ja, ja, Mario, meine ich. Bin mal gespannt, was du damit vorhast. Aber jetzt gibt es die Blumenlotterie. Ja, da muss man 10 Münzen zahlen und... Dann wähle einen Blumensamen aus. Nur einer bringt den Hauptgewinn. Vielleicht muss Mario nochmal zu König Bowser. Wir werden sehen. Und... Ah, du Glückspilz. Ich möchte ja nicht gemein sein, aber da er schon 2 Sterne hat, gönne ich ihm das nicht unbedingt. So muss er jetzt wenigstens einmal um das ganze Spielfeld laufen. Was? Beim nächsten Mal zahlt er nur die Hälfte für einen Stern? Mario, du alter Glückspilz. Echt ein richtiger Schummler. Regentanz. Was müssen wir machen? Ah ja, die Blume bewässern. Das kennen wir schon. Na dann, wollen wir doch mal sehen. Hallo Monty Maulwurf. Start. Los geht's. Weg da. Ich muss meine Piranha-Pflanze einmal bewässern. So, ja, Vorsicht. Oh, Menno. Nicht schubsen. Schubsen gilt nicht. Mario macht mir ein bisschen Angst. Mario verfolgt mich und schubst mich immer, sodass ich nicht wirklich laufen kann. Mario läuft doch nicht gegen den Zaun. Ja. Also, ich glaube, das kann gut werden. Ja, stopp. Ja, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ausreichen wird. Ende. Mal sehen, wer am stärksten seine Pflanze bewässert hat. Oh, Wario. Oh, ein Ticken größer, aber nur minimal. Und die Pflanze von Prinzessin Peach wurde irgendwie gar nicht bewässert. Keine Ahnung, was die jetzt gemacht hat. Ich habe sie leider nicht so beobachten können. So, 4. Platz.
Ja, dazu muss ich nicht viel sagen, oder? Ich habe keinen Stern. Aber ich habe nur noch 4 Runden, um mehr Sterne als Mario zu sammeln. Und er hat aktuell 2. Ich nutze gleich mal den Dreifachwürfel. Ich muss schnell zum Stern. Schnell. So schnell es geht. Und ich habe eine 18. Dann einmal durchlaufen, das müsste doch ausreichen. So, perfekt. Prima, du hast definitiv das Zeug zum Superstar. Dankeschön, Toadette, das ist super lieb von dir. Okay, dieser Stern gehört dir. Und damit lande ich sogar auf Platz... Nee, auf Platz 3. Wario hat ein bisschen mehr Münzen. Aber hey, immerhin. Von Platz 4 auf Platz 3. Und ich darf sogar die Torte hinunterrutschen. Und komme vielleicht sogar noch einmal zum Stern. Also wenn mir das gelingt, dann Halleluja. Dann ist wirklich mein Glückstag. Oh, wie süß. Prinzessin Peach würfelt eine 1. Und es gibt ein Duell zwischen Wario und Prinzessin Peach. Das gab es bis dato noch nie, dass zwei computergesteuerte Gegner gegeneinander spielen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt funktionieren wird. Prinzessin Peach setzt 41 Münzen gegen Wario. Wow! Sie setzt alles auf eine Karte. Ich bin gespannt. 82 Münzen sind also im Jackpot. Wow, insgesamt wurden 82 Münzen investiert. Na dann, los geht's und hey! Und sie sind schon fertig. Wir kriegen das Minispiel also nicht zu sehen. Und Wario hat gewonnen! Wow! Wario ist damit reich. Wow, 92 Münzen. Na, immerhin kriegt Peach einen Trostpreis. Und er kann sich den zweiten Stern kaufen! Nein! Jetzt ist Wario auf Platz 1, wenn er sich den Stern gekauft hat. Wario und Mario haben beide jeweils 2 Sterne. Und die Damen, Peach und Rosalina, nur einen Stern. Oh nein! Wie soll ich das Spiel denn noch drehen? Wie soll das noch gehen? Jetzt habe ich noch 2 Gegner vor mir. Oh nein. Okay, Mario, was machst du jetzt? Dreifachwürfel. Ja, der will auch schnell zum Stern. Ich sehe schon. Oh, Mario macht mir die größten Probleme. Wow. Auch eine 18, genauso wie ich vorhin. Vielleicht habe ich ja Glück und der landet auf einer großen Piranha-Pflanze. Also auf einem Ereignisfeld von meinen Pflanzen. Komm, komm, bitte, 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 bitte. Oh, natürlich, der landet auf einem Glücksfeld. Nicht irgendwo auf einem blauen Feld. Nein, Mario, der Gauner, der alte Schummler, natürlich auf einem Glücksfeld. Na gut, Minispiel. Alle gegeneinander. Und was spielen wir? Komm, 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 komm. Kratzende Kufen. Ah, cool, wir gehen Schlittschuh fahren. Aus Mario Party 5. Oh, das ist nicht schwer. Das ist ein Minispiel für mich. Man muss nur mit der Physik klarkommen. Das bedeutet, man muss wissen, wie stark man in die Kurve muss, wie stark man gegebenenfalls abbremsen muss, um die Kurven möglichst gering zu nehmen, um sie klein zu nehmen, eng zu nehmen. Das heißt nicht am Rand außenrum fahren, sondern relativ eng auf dieser Schneefläche oder neben der Schneefläche. Vielleicht schaffe ich sogar, die anderen zu überrunden. Also, ich meine, klar ist jetzt schon definitiv, dass ich auf den ersten Platz komme. Ja, komm, ich habe immerhin Prinzessin Peach überrunden können. Ja, und die anderen sind damit auch durch. Und Rosalina ganz entspannt. Neuer Rekord! 25 Sekunden und 46 Hundertstel. Wenn ihr übrigens auch Rekorde aufgestellt habt, schreibt das gerne in die Kommentare, wie hoch euer Rekord ist für einzelne Minispiele, die im Video vorkommen. Ja, 3 Runden sind noch übrig. Versuchen wir das Spiel weiterhin zu drehen. Ich bin zwar noch auf Platz 3, aber alles gut. Der Doppelwürfel ist jetzt wichtig. Ich muss schneller vorankommen auf dem Spielbrett. 10, bitte eine 10. Oh ja, insgesamt eine 10. Aber eine 10 hätte ich auch mit einem einzigen Würfel würfeln können. Ist aber auch immer Glückssache, muss man ganz ehrlich sagen. Na gut, weiter, weiter, weiter. Kurz vor Mario, ein Schritt weiter und ich könnte mich mit Mario duellieren. So, die kriegt natürlich eine 10. Könnte sich jetzt ebenfalls wie die anderen einen Stern kaufen, hätte somit wie die anderen 2. Aber Prinzessin Peach hatte im Moment nicht genug Münzen. Sie besitzt bis dato nur 6 Münzen, jetzt noch 3, weil sie sich einen Pechwürfel gekauft hat. Warum auch immer sie das getan hat. Glücksfeld.
Oh Mann, ey, aber wie soll ich das noch schaffen? Ich darf nur noch zweimal würfeln. Und die anderen können sich auch noch Sterne kaufen. Gerade Mario ist auf dem Weg, sich den dritten zu kaufen. Mal sehen, vielleicht habe ich Glück. Was macht Wario? Was macht Wario jetzt? Landet er vielleicht auf einer Piranha-Pflanze? Auf einem Ereignisfeld? Der freut sich erstmal über 10 Münzen, ja, zu Recht. Und? Ja, 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 ja! Ja, hab ich Glück, hab ich Glück! Wario hat aber so viel Pech, der Arme, der tut mir leid. Egal. Ich kriege meinen zweiten Stern. Ich hab meinen zweiten Stern bekommen. Und lande jetzt aktuell auf den ersten Platz durch diese große Piranha-Pflanze. Und das macht dieses Spielbrett, das macht die Torte von Prinzessin Peach so unglaublich spannend. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Wie spannend ist das bitte? Oh nein, aber Mario holt sich den dritten Stern. Und damit ist Mario auf Platz 1 wieder zurück. Weil ich ja nur 2 Sterne habe. Nur in Anführungszeichen, ja? 2 Sterne sind viel, aber er hat 3. Ich muss Mario irgendwie stoppen. Ich muss ihm auch einen Stern abknöpfen. Das wäre so gut, wenn Mario noch auf meine Piranha-Pflanze treten würde. Und Wario hat einfach mal einen teuren Stern verloren. Jetzt alle gegen Wario. Der Kubus der Verdammnis. Oh, das kenne ich. Mario Party 5. Mario Party 5 hatte extrem coole Minispiele. So, alles was wir tun müssen ist, Wario zerquetschen. Also ihn in seinem Würfel einfach mal zerdrücken. Wie eine kleine Maus. So, und Prinzessin Peach hat's schon geschafft. Yeah! Da gewinnt unser Team dieses Minispiel. Der arme Wario. Ich meine, jetzt hat er einen Stern verloren. Er verliert das Minispiel. Der tut mir ja schon ein bisschen leid, oder? Übrige Runden 2. Jetzt bitte, bitte, bitte. Ich habe noch 14 Schritte zum Stern. Eine 5, na immerhin. Ja. Danach habe ich ja noch meinen Glückswürfel und der kann mich noch ins Ziel bringen, um mir noch den nächsten und somit dritten Stern zu kaufen. Nein! Peach, was machst du jetzt? Peach, du Schummlerin! Jetzt habe ich einen Pechwürfel. Jetzt kann ich nur eine 1, 2 oder 3 würfeln. Kann ich den Fluch aufheben mit meinem Item? Mit meinem Glückswürfel? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich muss es versuchen. So, und was macht Prinzessin Peach? Muss sie zu Bowser oder nicht? Und? Ja, sie muss zu Bowser, ja, immerhin. Immerhin. Das ist für mich so ein kleiner Trost. Ich meine, ja, eigentlich kann es mir egal sein, da sie nur einen Stern hat und auf Platz 4 ist. Aber trotzdem, trotzdem, was sollte das? Ich meine, Mario ist auf Platz 1, ja? Warum krieg ich den Pechwürfel, wenn Mario auf Platz 1 ist? Wahrscheinlich, weil ich am nächsten am Stern bin oder sowas. Keine Ahnung. Ja! Hab ich Glück! Hab ich Glück, ich krieg jetzt meinen dritten Stern geschenkt, weil Wario nochmal auf meine Piranha-Pflanze gekommen ist. Auf eine andere Piranha-Pflanze. Wie cool, ich habe meinen dritten Stern bekommen, weil Wario so tollpatschig war. Ja, wie cool, wie cool. Habt ihr das gesehen? Ich war die ganze Zeit, allein schon im ersten Video von diesem Spielbrett, auf dem letzten Platz. Ah ja, Mario der Schummler, dieser Glückspilz. Ja, ich war die ganze Zeit auf dem vierten Platz. Zack, meine Strategie hat sich wirklich gut geschlagen. Es hat sich etabliert, dass ich mit den großen Piranha-Pflanzen bzw. Erdbeerpflanzen wirklich 2 Sterne klauen konnte. Und jetzt spielen wir Geld am laufenden Band. Für Wario, der freut sich. Das ist genau Varios Minispiel. Wenn es ums Geld geht, dann ist Wario gleich der Erste. Das ist immer so. Das kennen wir ja von ihm. Okay, okay. Oh, ja, ja, ja. Oh, der ist runtergepurzelt. Mario auch. Oh, Peach auch. Und ich glaube gleich. Vorsicht, Vorsicht. Nein, die Kekse. Passend zu Weihnachten. Also, wir haben noch nicht Weihnachten, aber die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Das heißt, passend dazu werden hier auch noch Kekse gebacken. Warum auch Münzen gebacken werden, keine Ahnung. Und Ende.
14 Münzen haben wir gesammelt. Wario war gar nicht mal so schlecht. Und das, obwohl er relativ wenig Platz zum Laufen hat und öfters mal heruntergepurzelt ist. Wario hatte 2 Sterne und jetzt hat er 0. Aufgrund meiner Pflanzen. Und wenn ich jetzt noch den Fluch aufheben kann, bin ich super gespannt. Da komme ich sogar noch zu meinem 4. Stern. Und der Effekt des Pechwürfels wurde durch dieses Item neutralisiert. Ja! Glückswürfel. Halleluja. Und damit würfel ich definitiv eine 10. Komme, was wolle. Los geht's. Einfach nur voraus. Und ich habe über 100 Münzen. Das heißt, ich kaufe mir auf jeden Fall den 4. Stern. Obwohl ich theoretisch nur 2 gekauft habe. Aber 2 durch die Piranha-Pflanzen geklaut. Ich liebe dieses Spielbrett. Natürlich, es kann auch ganz anders passieren, dass ich selbst auf solche Felder lande. Und dann würde ich mich über dieses Spielbrett definitiv aufregen. Das gehört dazu. Aber in dem Fall hatte ich extrem viel Glück und konnte den anderen, in dem Fall konnte ich Wario, ganze 2 Sterne einfach so mopsen. Und Prinzessin Peach würfelt eine 18, so wie wir vorhin. So, und Bowser hat wieder einen Gegenstand, der über Generationen weitergereicht wird. Diesen musste sich jetzt für 19 Münzen kaufen. Lass mich raten, es wird wieder ein Pechwürfel sein. Natürlich. So auch schon wie in der letzten Folge. Oder war das am Anfang der Folge? Nee, in der letzten, glaube ich, oder? Naja. Hahaha. Hier kriegst du meinen Pechwürfel, den du auch für 3 Münzen hättest kaufen können. Und Prinzessin Peach hat diesmal wieder nicht genug Münzen, ganz knapp. Oh, wie traurig. Mir soll's aber recht sein. Hätte Mario noch einen Warpwürfel und diesen Warp, ja, Kubus, wie auch immer, dann hätte er sich tatsächlich vielleicht sogar nochmal einen Stern holen können, oder? Ist nicht irgendjemand von uns schon relativ... Nee, Quatsch. Keiner ist in der Nähe des Sterns. Ja, nur Wario, aber... Wario kriegt jetzt seinen 1. Stern. Ursprünglich wäre das ein 3. gewesen. Ja, aber meine Pflanzen, ja? Ich habe ja nichts gemacht. Nö. Die Pflanzen haben zugebissen. Ich habe nur abgewartet und zugeguckt. Ich hatte aber auch extrem viel Glück. Denn selbst mit den großen Pflanzen hätte das Ganze schnell nach hinten laufen können. Und dann hätte ich wirklich gar nichts. Weil solange niemand auf die Pflanzen, auf diese Ereignisfelder treten kann, oder tritt generell, dann habe ich auch nicht viel davon. So, und was kriegt Mario? Kriegt er nochmal zum Abschluss eine Bowserblume oder nicht? Und? Ah, der Glückspilz. Aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir schon gewonnen haben. Wisst ihr warum? Am Ende gibt es Bonussterne. Und wenn Mario noch einen Stern bekommt... Dann haben wir gleich viele Sterne. Vielleicht kriegt er sogar 2 Bonussterne und hat dann am Ende doch noch gewonnen. Volon u Scooter. Naja, das ist gut. Ich bleibe bei meiner alten Taktik. Ich fahre erstmal nicht los und schaue, was die anderen machen. Ja, ja. Und zack. Das ist immer die beste Methode, um die anderen wegzuhauen. So, komm, Wario. Und, oh, Vorsicht. Dass es doch noch knifflig wird gegen Ende. Na komm, dreh dich, jetzt habe ich dich. Sehr schön. Das war das letzte Minispiel und jetzt kommen wir gleich zur großen Preisverleihung. Nicht vergessen, Mario kann noch gewinnen. Es wird spannend, Mario oder ich. Es sind alle Runden gespielt, tolle Partie. Kommen wir zu den Ergebnissen. Wer wird den Gesamtsieg davontragen? Gehen wir als erstes die Boni durch. Als erstes vergeben wir jetzt den... Blitzerbonus. Diesen Bonus erhält, wer die meisten Felder auf dem Brett abgelaufen ist. Dieser Bonus geht an... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den bekomme. Rosalina! Ja, sehr gut. Dankeschön. Ha, und damit habe ich 5. Als zweites haben wir den... Unglücksbonus. Diesen Bonus erhält, wer am häufigsten auf roten Feldern gelandet ist. Dieser Bonus geht an... An Wario, oder? Oder Peach? Was? War Mario wirklich so oft auf roten Feldern nur einmal, oder nicht? So, jetzt sind wir so weit, dass ich das Ergebnis verkünden kann. Oh, zum Glück habe ich nochmal einen Bonusstern bekommen. Sonst wäre das gegen Mario jetzt schwer geworden.
Jetzt Achtung, was passiert? Oh, da kommen große Erdbeerpflanzen. Die essen einfach mal alle weg. Oder schleudern sie weg. Und natürlich bei Mario, denn ich habe ja einen Stern mehr als Mario sammeln können. Dank Mario. Rosalina! Ich bin der Superstar, aber nur weil Wario mir geholfen hat, durch sein Unglück. Oh, wie schön. Richtig schönes Bild. Es freut mich, verkünden zu dürfen, dass Rosalina den ersten Platz erreicht hat. Deine Siegestrategie war ja wohl, so viele Minispiele wie möglich zu gewinnen, was? Der zweite Platz geht an Mario. Hervorragende Leistung. Du hast so viele Items eingesetzt, dass ich mich gar nicht mehr an alle erinnere. Dritter Platz für Wario. Toll gekämpft, bis zum Ende. Wow. Du hast oft ein Ereignisfeld besucht. Du magst wohl Erdbeeren, was? Was für ein frecher Spruch von Toadie. Auf dem vierten Platz ist Peach gelandet. Bis zum Ende toll gekämpft. Du warst oft auf einem Bowserfeld. Dein Mut sucht seinesgleichen. Tolle Vorstellung von allen. Kommen wir nun zu dem Endergebnis. Wir haben es gemeistert. Meine Lieben, bleibt katztastisch.